the query. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu The Query. Ich habe extra die Grafikeinstellungen von Ultra auf Hoch runtergeschraubt, wobei ich es normalerweise gewohnt bin, alles auf Ultra zu spielen. Aber scheinbar hat das nichts damit zu tun, dass das Ganze am Haken ist. Ich weiß mittlerweile nicht mehr weiter. Ich kann mir nur vorstellen, dass das ein Programmierfehler ist. Hallo, mein Kind. Herzlich willkommen. Ich hoffe, wir sind Freunde. Ich habe dich erwartet. Erwartet, ja? Und ich hoffe sehr, unsere Begegnung wird aufschlussreich. Nur keine Sorge. Ich will dir helfen. Entdecke mit mir das Unbekannte. Ich führe dich. Ist aufregend, ja? Und furchterregend. Aber wenn du Mumm hast und mich helfen lässt, helfe ich dir, wie du auch mir hilfst. Diese Karte hast du gefunden. Der Narr. Ich frage mich, wer der Narr ist. Woran können wir Narren eigentlich erkennen? Unschuld und Freiheit. Oder Leichtsinn und Risikofreude. Spontanität. Ihre Unbekümmertheit bringt Konsequenzen mit sich. Denk. Denk und verbrenn dich nicht. Ich zeige dir noch mehr, wenn du das möchtest. Okay. Das ist nur, was kommen kann. Eine mögliche Zukunft. Ein Weg, der sein könnte. Sieh her, sieh her. Es gibt viele Rätsel da draußen. Rätsel und Lügen. Pfade zu entdecken, die ich erhellen kann, wenn du mich lässt. Hilf mir, dir zu helfen. Und vergiss nicht, was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Kapitel 1 Hecate's Query für immer. Und so. Wir sehen uns, Kids! Yeah, Hecate's Query für immer! So viele gebrochene Herzen am Ende des Sommercamps. Totale Romantikalypse. Hm? Du übertreibst. Das Universum kann solche Dinge auf eigene Art regeln. Das Universum? Ja, du weißt schon, die kosmische Weltordnung. Weltordnung? Ja, richtig. Okay, spuck's aus. Das wird schon sein, echt? Alles cool. Oh, so cool. Wir sind super cool. Sie hat dich abserviert, hm? Okay, lass das. Hi, Emma. Hey! Okay, das ist so viel zum platzsparenden Packen, ja? Ah, platzsparend Packen ist für Nerds.
Sei so nett und hol den Rest vom Gepäck, ja? Klar, Boss. Schönen Gruß an Emma von mir. Du bist echt bösartig. Ja, das stimmt. Nett. Okay. Das ist ja da, wo wir jetzt sind. Was ist denn mit dem Typen da unten? Ich denke mal, dass wir jetzt nach oben sollten. Aber das ist jetzt auch ein anderes Jahr, oder? So wie ich das verstanden habe. In der Lokalzeitung der Northkill Gazette stand... Hey, was hörst du da? Interessant. Hm. Nö, wenn hinter dem irgendwie so bestialisches Tier rausspringen würde oder vielleicht ein Vampir oder sowas, das wird der nicht mitbekommen, definitiv. Okay, dann schauen wir mal, wo wir das Gepäck finden. Ich denke mal, dass wir jetzt hier einfach reinkommen. Ich versuche ja immer noch automatisch zu laufen, was immer noch nicht funktioniert. Schade. So ein Scheiß. Hi. Hey, helft ihr jetzt mit dem Gepäck oder was? Oh, ich war gerade beim Reparieren der Tür. Sie... Dylan, komm schon. Kaputt. Dylan, bitte. Ich kann nicht. Der Rest vom Gepäck muss raus. Komm. Was? Oh, die Tür geht Dylan, rein. Hey. Sorry, Bro. Cool, danke. Was für ein Schwachmat, ehrlich. Ich könnte jetzt nochmal klopfen. Ich weiß ja nicht, wo das Gepäck ist. Ich dachte, das wäre drin, aber anscheinend ja nicht. Ach, da konnte man eventuell durch. Okay, er kann da auch nicht durch. Aber ich habe das jetzt richtig verstanden, ja? Ich soll jetzt alles in den Wagen reinmachen. Und nicht rausmachen. So, wurde 1953 eröffnet und wird nach fast 70 Jahren immer noch gerne besucht. Ach so, wir haben gar nicht 1953. Ich habe mich schon mal die Klamotten gewundert. Okay, aber eine schöne Aussicht da hinten am See. Also eigentlich ist das ja alles ganz toll und ganz schön gelegen. Schade, dass wir hier alles zu haben. Held. Du bist ja ein Held, Junge. Horror. Ich hasse Horror. Ich sollte keine Horrorfilme gucken oder Horrorspiele spielen, aber ich liebe es, Horrorspiele zu spielen und Horrorfilme zu gucken. Also, ja... Sag da mal nichts weiter zu. So, wie sieht das denn hier aus? Kann hier mal jemand aufräumen? Überall ist es am Blinken, aber ich glaube, das ist einfach nur von der Grafik. Ah, Moment, was ist das? Okay, machen wir die Tür schon mal offen. Ist wahrscheinlich jetzt super. Mäßigkeit? Die Mäßigkeit. Ist wahrscheinlich jetzt super, damit jetzt irgendwie jemand hier einbrechen kann oder so. Würde mich nicht wundern. Kann man hier irgendwas machen? Da war was? Mann, was für eine Todesfalle. Mhm. Eine Todesfalle? Okay. Also, was auch immer passiert, ich sollte mir merken... Was ist denn das mit der Mäßigkeit? Ah! Tarotkarte! Wann öffnet sich das? Hallo? Okay, die Karte will sich nicht öffnen. Von mir aus. Vielleicht können wir das ja so machen. Tarot, das war hier rechts. Mäßigkeit. Die Mäßigkeit. Das heißt Balance, Ausgewogenheit und Ausgleich. Oder du schwelgst in Exzessen. Mäßigkeit, du hast die Wahl. Aber merke dir, manchmal
Manchmal führt Mäßigkeit zum Gewinn in deiner Zukunft. Okay. Also, ich denke mal, dass das tatsächlich die Hinweise darauf sind, was mit einem passiert. Oder passieren kann, zumindest, wenn man sich, je nachdem, wie man sich entscheidet, da ist irgendwas. Ach, das ist das Gepäck. Nein, das wollte ich doch noch gar nicht holen. Scheiße. Okay. Hab's Gepäck. Endlich. Und ganz alleine, hm? Yep. Da musst du dich dran gewöhnen. Oh mein Gott, du bist so fies. Ich bin ja nur ehrlich. Oh, okay, was kommt jetzt? Okay, du verschweigst mir, was da bei dir und Emma passiert ist, oder? Oh, okay, jetzt bin ich derjenige, der Sachen verschweigt, hä? Huh? Dass Jake was nicht weiß, macht ihn wohl heiß. Nice. Sorry, ich war so beeindruckt von meinem Reim, dass ich vergessen habe, Nein, du gestehst jetzt mir, dass du total verschossen bist in Ryan. Warte, meinst du diesen Ryan, den Segellehrer mit seiner sexy, uninteressanten Einzelgängermasche, die mich total kalt lässt? Ah, sexy, hä? Huh? Der Hotteste im Camp, ganz klar. Okay, sicher. Logisch, wir haben die Reihenfolge unter uns Mädels ausdiskutiert, demokratisch. Sie ist Ryan, ich natürlich, dann Dylan, Emma, Abby. Okay. Nick und dann Mr. H und... Okay, hast du sie gleich durch, bitte? Ja, das war's. Das waren alle. Sie hat dich einfach abserviert, hä? Ja, okay. Ihr Argument ist so. Wie soll das denn funktionieren mit verschiedenen Unis? Bla, bla, bla. Und mein Argument war so... Was ist mit Fernbeziehung? Bla, 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 bla. Und sie dann so... Jacob. Sogar mit dem Blick, hä? Tja, Computer sagt nein. Mann, sie hat dich echt sowas von um ihr winziges Fingerchen gewickelt. Wie macht sie das nur? Ja, wir sind mal tapfer. Ich meine, eigentlich hat sie recht. Es ist nur ein dummer Sommerflirt. Was habe ich denn anderes erwartet? Mal sehen. Liebe, Stabilität, Verlobung, Ehe, Haus, Kind, Affäre, Kind, Scheidung, Einsamkeit, Alimente, Sorgerechtsstreitigkeit. Überraschende Versöhnung. Leeres Nest, Ruhestand, Enkelkind, 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 Altersheim und schließlich sterbt ihr gemeinsam und werdet zusammen begraben, wie diese 1000 Jahre alten Skelette, die in Rom ausgegraben wurden. Kommt das so ungefähr hin? Oh shit, tut mir leid, das waren Ryan und ich. Mal sehen. Ah, hier ist es. Für dich steht da Blowjob. Oh, ich sehe gerade, das ist die allgemeine Männerliste. Na, gibt Schlimmeres. Okay, und diese Schrottkarre bringt uns auch sicher nach Hause? Ich will's hoffen. Guck's dir mal an. Noch eine Nacht hier draußen im Nirgendwo überlebe ich nicht. Hey, was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Dich will jeder umbringen. Und? Bist trotzdem ein Schwächling. Hey, halt's Maul. Okay. Okay, also, rein hypothetisch, wenn ich ein echtes Arschloch wäre und den Wagen hier lahmlegen wollte, damit wir eine Nacht länger hier bleiben, was müsste ich wohl kaputt machen? Tja, wohl einfach die Spritzufuhr. Oder vielleicht den Verteiler sabotieren? Und ja, das wäre ein echter Arschloch-Move. Okay, und wie sabotiere ich den Verteiler? Man nimmt einfach dieses Drehding raus, unter der kleinen Kappe, wo die Zündkabel hinführen. Jake... Dir ist schon klar, dass, selbst wenn wir hier wirklich festsitzen würden, das nicht heißt, dass Emma sich umentscheiden wird. Glaub mir, sie weiß, was sie will. Ja? Sicher. Das werden wir ja sehen. Nee, mein Freund, so nicht. Ich will gar nichts davon machen. Kann ich jetzt auch einfach gar nichts machen und dann geht er einfach weiter? Jetzt ist er wieder hier reingegangen. Ich will doch einfach nur wissen, ob ich gar nichts mache und der dann das Richtige macht, weil ich will weder den Verteiler klauen noch die Spritzzufuhr kappen.
Also geht leider immer wieder da rein. Dann würde ich sagen, klaue ich mal den Verteiler. Den kann ich ja zur Not immer wieder draufsetzen. Vorausgesetzt, ich sterbe nicht in der Zeit. Du kommst jetzt mit mir, Buddy. Ich bring dich morgen wieder zurück. Wird nicht auffallen. Ja, vielleicht. Hier oben, Leute. Was haben die beiden jetzt wieder vor? Hey, Jacob. Was? Nein, Alter, bitte, tu's nicht. Hier, fang. Oh, ich. Boom. Oh, wie geil ist das? Oh, Mann, guter Fang. Freak. Oh. Hätte ich bloß Kohle dabei. Freaks. Ihr seid allesamt Freaks. Oder einfach chronisch unterfüllt. Endlich. Ich verstehe ja den Technologieverzicht, aber langsam reicht's. Wär's zu viel verlangt, dass Mr. H die Handys wenigstens auflädt? Du hast immer was zu meckern. Du weißt, dass die Handys nur für Notfälle gedacht sind, oder? Oder ist es für dich ein Notfall, observiert zu werden? Haha, böse. Ja. Okay, wie lief denn deine Beziehung in diesem Sommer? Oh, Mann, was ein Konter. Ja, vielleicht ist aber einfach auch nicht jeder so notgeil wie du. Okay, okay, genug von den Schwanzvergleichen. Ich will nach Hause, hm? Wo sind denn die anderen? Warum fragst du mich? Du weißt doch sonst so Sachen. Was soll ich denn zu so einem Statement sagen? Sag halt, Nick, du bist so ein Genie. Ein solcher Prachtkerl, wie du es bist, kann jede haben. Okay, ja. Träum weiter, Junior. Hallo, meine Partymaus. Statusbericht? Wir haben offiziell unser Nest leer. High five, hopp, hopp. Oh Mann, du bekommst dein Handy zurück? Holen wir unser Gepäck und dann weg von dieser moskitoverseuchten Absteige. Tür ist zu, Gepäck ist drin. Oh, verdammt. Ja. Clever. Tja, ganz klar, was wir zu tun haben. Nach dem Schlüssel fragen? Das Schicksal besiegen. Und mit Schicksal besiegen meine ich, wir besiegen dieses Schloss und schnappen uns das Gepäck. Okay. Legen wir los. Aber wehe, wenn das Ärger gibt. Ich werde nichts verraten. Mr. Hackett erfährt es eh. Na und? Er wird glauben, es war ein Bär oder sowas. Hast du hier schon mal Bären gesehen? Nein, aber das heißt nicht, dass da keine sind. Dein Punkt. Na gut, dann mal los. Auf drei. Eins. Zwei. Drei! Oh. Alles wird möglich. Durch positives Denken. Wieso höre ich auf dich? Weil ich immer recht habe. Und du bist sicher, die denken, das war ein Bär? Oh mein Gott, hör auf. Wir killen hier doch niemanden. Okay, gut. Ich schau mich nur noch mal um, falls wir was vergessen haben. Nur zu. Okay. Das war's. Oh. Das war doch Klein Izzys. Ich will ein Spiel spielen. Ja, vielleicht können wir es dem oder ihr geben. Du gehst zurück zu Izzy. Okay, finden wir hier noch irgendwas? In Raum 10? Hm.
In Raum 10 können wir uns nicht wirklich viel bewegen. Nicht wirklich. Okay. Ja, das mit dem Haken habe ich leider noch nicht rausbekommen. Ich weiß immer noch nicht, woran es liegt. Ich habe schon die Sache mit dem V-Sync im Kopf, ob man da eventuell noch irgendwie was reißen könnte, weil eigentlich soll es ja ausgeschaltet sein bei jedem Spiel. Zumindest, ja, wird das immer so empfohlen. Es ist aber hier an, deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt so gut ist. Vielleicht ist es auch einfach nur nicht so gut programmiert, dass es so am Haken ist. Ich weiß es nicht. Das wird seltsam, ohne Dylans Morgenansagen aufzuwachen. Okay, ist das jetzt eine echte Krähe? Hey, lass das sein! Das könnte natürlich nochmal wichtig sein. Ich meine, ich kenne ja so diese ganzen kleinen Einspieler, wo man dann denkt, ja, das sind halt irgendwelche unwichtigen Sachen, die man nicht unbedingt beachten muss. Und plötzlich ist es dann dunkel, alle rennen um ihr Leben, irgendjemand erinnert sich dran, oh, wir haben noch ein Funkgerät. Und die Krähe hat das Ding aber kaputt gebissen, so nach dem Motto. Deswegen muss ich natürlich überall nach Möglichkeit versuchen, ja, was zu machen. Ich denke mir allerdings, dass wir nicht in die anderen Blockhütten reingehen können. Gut, die sind wahrscheinlich auch alle abgeschlossen, denke ich mal. Ich frage mich nur ernsthaft, warum dann das Gepäck immer noch da drin ist und deren Blockhütte abgeschlossen ist, sie aber davor sitzt. Kann man hier vielleicht mit dem Ding ein bisschen... Kann man nicht? Nee. Schade. Oh, da ist noch was. Beweismaterial, okay. So, muss ich das anklicken? Oha. Alle lieben Schnitzeljagden. Und so ist es auch in Hackett's Quarry. In diesem Wald sind allerhand Geheimnisse verborgen, die dich, wenn du sie entdeckst, vor juristischen Folgen schützen können. Denn all die Erlebnisse, von denen du hinterher erzählst, sind bloß Geschichten, wenn du sie nicht belegen kannst. Also spüre die dunklen Geheimnisse auf, mach Fotos oder finde Beweismittel. Dann kannst du vielleicht deine Unschuld beweisen. Oder auch nicht. Okay, also so langsam macht mir das jetzt Angst mit den Beweismitteln. Autsch, sollte Jacob besser nicht sehen. Die Wahrheit ist da draußen, okay. Was ist das? Ist das Dylans? Kann die das nicht einfach mitnehmen? Was liegt denn überhaupt? Aber das ist, glaube ich, nur darauf bezogen, Jacob und Emma war mal forever for summer, okay? Auch nicht schlecht. Ja, den würde ich gerne nehmen. Hier kann ich den nicht... Ich weiß zwar nicht, was das ist. Ich kann leider... Schade. Ich würde es wirklich gerne nehmen. Vielleicht ist es ja irgendwie, keine Ahnung, Parfüm, Lock, Stoff oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Was haben wir denn hier? San Francisco. Kann man gar nicht richtig anschauen, ne? Ah, Moment, da ist auch ein A. So unterhaltsam er auch ist, dieser Wegweiser erinnert auf erschreckende Weise daran, dass Hackett's Quarry wirklich sehr weit von der Zivilisation entfernt ist. Jo. Okay. Ich denke mal, irgendwo hier komme ich wahrscheinlich dann zum Auto.
Also ich denke mal, dass ich mir ein Auto fahre, da hinten ist, ne? Können wir denn da vorne noch irgendwas machen? Aber ich denke mal eher nicht. Ah, da ist nicht wirklich was. Nee. Okay. Ich will jetzt auch nicht zu... Oh, Moment, da ist noch was. Ich will auch nicht zu weit weglaufen, weil das Problem ist ja, sie kann nicht laufen. Sie geht nur. Und das dauert dann dementsprechend. Ich glaube, Caitlin hatte den ersten Platz für den ganzen Sommer. Okay. Shooting Stars heißt, dass sie jetzt gut schießen kann? Oder was soll das bedeuten? So, machen wir uns mal auf. Kann es losgehen? Ich denke. Los geht's. Komm, fahr mich zurück ins wirkliche Leben. Du bist immer so dramatisch, anstrengend, selbstsicher. Ach, das ist Theater. Das wollen die Leute so. Also spielst du es vor? Also, eigentlich heißt Vorspielen nur, du selbst zu sein. Aber lauter. Du solltest es probieren. Wer weiß, wen du damit beeindruckst. Nein. Jetzt ist es eh zu spät. Für was? Dich und Nick? Du erfährst es nie ohne etwas Anregung. Gelenk, Cowgirl. Bleib längst. Okay, dann rein hypothetisch. Sagen wir irgendwie, ich gebe ihm eine Anregung. Und dann ist er am Ende ein Idiot, wie bei dir und Jacob. Eigentlich ist er ziemlich süß. Wieso ist dann Schluss? Sommerflirt. Unsere Schulen sind 4 Staaten weit weg. Er sieht's auch so. Ja, klar. Aber zu euch. Du und Nick, habt vielleicht eine Chance. Hol dir seinen Kontakt. Ruf ihn an. Oh, ich habe seine E-Mail. Sie war in den Papieren vom ersten Tag. E-Mail? Bist du 93? Warum nicht E-Mail? Du wirst mir echt fehlen, Abby. Oh, halt, stopp! Oh, aber zur Lodge geht's da lang. Fahr nach rechts. Wieso? Komm schon, Siegesrunde. Eine letzte Fahrt einmal rund ums Camp. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, aber gut, es ist tagsüber. Machen wir mal eine Siegesrunde. Ja. Sieg über was denn? 2 Monate ohne Technologie. Ich finde es ganz schön, offline zu sein. Ach, ich nicht. Und meine Fans vermissen mich. Weißt du was? Das kann ich mir vorstellen. Abby, war das ein Kompliment? Dein Charme ist ansteckend. Was soll ich da noch sagen? Ich wäre dabei. Ja, bitte. Wenn du zu Hause bist, folg mir und schmetter den Like-Button. Und denk ans Teilen. Okay, ich bereue es jetzt schon. Nein, du liebst mich. Mein Lieblingsplatz. Die Feuerstelle? Die Insel. Wunderbar abgelegen. Ist das Rauch? Sollten wir Alarm schlagen? Sieht kontrolliert aus. Ist wahrscheinlich nur Mr. H., der Holz verbrennt, bevor er, naja, das Camp für den Sommer schließt. Ja. Apropos, wir sollten jetzt wohl zurück. Oh ja, falls der Nick einfach ohne dich abreißt. Was? Nein, aber wahrscheinlich warten alle auf uns. Mhm. Alle warten auf uns. Sie warten, ja. Nick, wartet. Alle. Stimmt.